Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von Hide and Seek mit dem Cookie dabei. Hallo. Und ich bin ein Hider. Yeah. Ich wäre ganz gerne einfach mal Seeker. Jetzt brauche ich nur einen geeigneten Platz für mich. Was bist ich glaube, du? Ich habe einen gefunden. Boah, der wäre so schön hier gewesen. Ich finde keinen. Oh, er kommt. Wo ich bin, ist eigentlich relativ dämlich, aber interessiert auch schon. Invalid location, look at solid. So. Keine Ahnung. Ach so, ich darf mich auch nicht bewegen von umgucken und sowas. Lol. Ach so, hier oben sind ja nur, ist ja nur Teppich drauf, deswegen kann ich nicht solid werden. Ah. Ja, Leuchtung kommt. Ach nee, doch, jetzt bin ich solid irgendwie, war seltsam. Versteck ist eigentlich relativ sicher. Ah, ich weiß nicht, ich finde das irgendwie. Das Versteck, was ich derzeit habe, ist eigentlich relativ interessant. Wäre da natürlich der Aspekt nicht, dass da der Seeker mich die ganze Zeit anguckt und irgendwie ein anderer Heider da am Boden, also in der Nähe von mir steht und das ist völlig offensichtlich. Hä, was bist du denn? Ich bin ein Blattblock. Ich bin Holz. Effektiv. Ja. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass er mich auch nicht findet. Er rennt gerade noch so einen roten Block hinterher. Ich überlege gerade, ob ich einfach mal durch die Map renne, weil es sind eh nur zwei Leute. Mache ich jetzt auch. Ich halte sowas immer nicht für eine gute Idee. Dann wird man schneller gefunden, als man denkt. Naja, egal. Mal gucken, ob du mich siehst. Holz hast du gesagt, ne? Ah, ich sehe, yep. Ich stehe an Holzblock rumrennen, ja. Hopp, hopp, hopp. Ob das funktioniert? Der Seeker sieht mich auch einfach nicht. Aber vor allem den anderen Typen auch nicht. Der so, ja, sich dasteht. Wenn man so betrachtet, sind drei Seeker erst. Und nach weiß ich nicht wie viele Minuten. Das Problem ist, dass die bei mir schon die ganze Zeit an mir vorbeilaufen eigentlich. Und ist einer. Der eine bleibt ja auch immer nur in der Nähe hier. Und der eine ist gerade AFK. Ja. Der Seeker ist tot. Die finden halt echt nicht. Das ist eine richtig schlechte derzeit. Das ist dieses Mal. Bei den mehr als offensichtlich kann ich nicht dastehen. Ich glaube, manchmal ist auch das Offensichtlichste eigentlich so das Sicherste. Oh Gott, da rennt gerade einer. Siehst du, wo ich stehe? Nee. Aber ich sehe gerade einen Seeker, der in meine Richtung ganz gelaufen ist und. Da ist ein Steinpfahl und den greift niemand an. Irgendwas stimmt hier nicht. Das ist natürlich auch genial. Aber das ist, weiß nicht, das ist so seltsam.
Er steht mitten auf Holz, auf Blättern. So ein Steinblock und irgendwie checken die das nicht. Der nächste Sieger ist tot. Ne, das ist ein Heiler. Zwei Heiler. Meine ich doch. Jetzt geht's aber los hier. Die letzten 13 Sekunden. Ich habe ein relativ interessantes Versteck gewählt. Auch wenn es Ich glaube, eigentlich gar das nichts, gewinnen wir. obwohl es gar nicht zusammenpasst, das ist Versteck, aber okay. Also rein logisch von der Weise her kann es gar nicht funktionieren. Und natürlich gewonnen. War ja klar. Neue Runde, neues Glück. Hier Hide and Seek. Diesmal als Bookshelf. Die Typen verkloppen sich gerade auf dem Bett. Soll man sich denn als Glas verstecken? Und das weiß ich nicht. Ich hab keine Prise, Eckige. Ist auch interessant, wenn du als Redstone-Block dich auf ein Beacon stellst, dann müsste es ja eigentlich solid werden. Also wenn er solid ist, dann eigentlich angehen. Eigentlich. Ah, oh Mann, instant gefunden worden. Läuft. Oh, sich mit prügeln. Den einen haben Mein sie schon Versteck. gefunden. Was bist du denn? Ich bin irgendwo. Ah, ich habe ja gar nicht Nein, gefragt, wo du nein, bist, oder? nein. Mist. Was ist du, ne? Nein, ich bin tot. Ah, du bist auch tot, okay. Ich habe gute Arbeit geleistet. Gar nicht mein Verdienst, aber hey. Erst aufs Schiff drauf gehen. Wie eine Diamond Armor. Da bist du. Da. Ein Amboss. Dem ich ein Drecksheider, ne? Das ist nicht normal. Wie viel Schaden die einem machen, wenn die diesen komischen Knock-Up-Knock-Sword jetzt hier kriegen. Mal schwer, lade ich auf. Immerhin, zwei Heiders sind schon weg. Sind nur noch drei. Läuft so. Das war irgendwie leicht. Aber Noch haben wir noch nicht gewonnen, ja. ja, noch. Yeah. Wo würde man sich als Truhe verstecken? Als Truhe. Also Chest. Eis und Iron. Unten, er wurde gerade jemand verprügelt. Der Eisblock ist gleich wieder so richtig geil, wahrscheinlich versteckt. Als Eis hast du halt wirklich richtig gut mö viele Möglichkeiten. Okay. Eine Truhe und ein Eis noch. Nee, nee. Iron und Eis. Okay, einer ist noch. Das wäre
Da unten ist rennt nice. Wo denn? Da unten rennt gerade nice rum. Ja. YOLO. Gewonnen. Gewonnen. Nächste Runde, letzte Runde, neues Glück. Mal gucken, ob wir diesmal wieder im Gewinnerteam sind. Diesmal als Flower Pot. Lord, let's go. War ja viel zu Mainstream, sich irgendwie in der Villa zu verstecken. Okay, ich glaube, er hat mich nämlich gesehen gehabt. What? Hey, bist du drin oder draußen? Ich bin draußen. Okay. Aber ich habe gerade einer gesehen. Ich stehe einfach mal hier rum. So, als Flowerpot sieht man sich gar nicht. Sollte vielleicht endlich mal solid werden. Okay, der eine rennt draußen schon mal lang. Ist nicht gut. Ja, ich seh's. Geh weg, geh weg. Oh, puh. Ja, hier hinter geht er niemals, kannst du vergessen. Yeah, wir gewinnen das, sag ich dir jetzt schon. Na, hoffentlich. Als Flowerpot auf der Villa hier ist das so einfach. Eigentlich. Weil alle rennen immer nur in der Villa selber rum und suchen da. Oder halt eben außen ein bisschen. Oh Gott, da rennt ein Flowerpot. Bist du das? Nein. Ja, wir schaffen das schon. Sind übrigens beide Flower Pot, also das ist schon relativ interessant hier. Man gewinnt hier auch. Ich glaube, ich sehe dich von hier. Ich sehe dich gar nicht. Gehst du neben einem Baum? Ja, mehr oder weniger halt, ne? Ja, dann bist du das, glaube ich. Soll ich mal springen? Also nicht. Ich springe einfach mal. Ja, okay. Ich war gerade in der Luft. Achso, ja, also ich glaube. Ich bin ein Solid Block. Okay, deswegen springe ich ja gar nicht. Mann. Hinten rennt wieder einer. Oh Gott. Der kommt genau auf mich zu. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Damn, er ist über mich drüber gelaufen und ist weggelaufen. Oh Gott, why? Ich muss sagen, das ist halt schon ziemlich dreist eigentlich. Was soll's, Flowerpot hier? Nee. Ja. Wir gewinnen wieder. Wir haben noch 6 Heider. Von sind wir 2 Stück. Wir haben eigentlich relativ gute Chancen, hier hinten zu überleben. Also, irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir beiden die letzten Heider sein werden. Naja, die ganzen Sieger sterben gerade eben. Lol. Wer dafür auch Punkte, wenn man einen Sieger tötet? Keine Ahnung. Der nächste Sieger tot. Was ist denn los? Ich glaube, die haben sich irgendwie so formiert oder so. Die 4 Heider. Verprügeln jetzt jeden Sieger, der da reinkommt. Das wäre, glaube ich, auch mal eine Taktik. Ich glaube, das wäre auch mal eine ganz coole Taktik, ja.
sich einfach so zu formieren in einem einzigen Raum. Fast, fast noch eine Minute. Die haben immer noch keinen, obwohl die haben irgendwie noch einen getroffen. Ein Heiler. Und den nächsten. Das wird knapp. Ja, noch sind wir zu viert. Ja, noch. Und Seeker sterben, und, oh Gott. Oh nein, 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 nein. Nein, nein! Gott, Gott. Da kennt ein Blumentopf. Nein! Nein! 70 Tokens dafür. Oh Mann. Läuft. Ja, lass komm. Ich finde da nicht mehr. Nee, glaube ich auch nicht. Ich glaube, ich spawn noch nicht mehr in der Zeit. Ich renne einfach. La 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 la. Wo bist du? Oh Mann. Ja, ich bin gerade erst gespawnt als Seeker. Ja. Hallo. Neben dir. Was? Hinter dir. Ach so. Hallo. Okay. Das waren die Runden Hide and Seek. Schaut beim nächsten Mal auch wieder rein. Ciao.